Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 25. März 2022. Und mich hat es auf die Bretter gestreckt, ja. So ähnlich wie den Kollegen hier auf seinem Ball. Ging es nicht nur dem DAX am Mittwoch, sondern auch mir. Mich hat Corona einmal in die Knie gezwungen, sodass es mir am Abend nicht möglich war, trotz des Versuchs, eine Analyse einzusprechen, das irgendwie über die Bühne zu kriegen. Ich habe es dann einfach sein lassen. Und habe den Rechner ausgemacht, mich hingelegt, ein bisschen geschlafen, damit es wieder besser wird. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen besser geworden. Bin trotzdem noch nicht wieder in Höchstform. Würde deswegen heute auch bloß die kurze Videoanalyse machen, die Textanalyse dazu weglassen. Solltet ihr irgendwo jemanden sehen, der dahingehend nachfragt, etc., hängt einfach die Videoanalyse als Link mit rein und damit tut er mir auf jeden Fall einen Gefallen, weil ich dann umso weniger Mails beantworten muss, wo denn die Analyse heute zu finden ist. Ja, ansonsten, wie ist es unserem DAX ergangen? Ja, ähnlich wie hier auf dem Ball, er ist einmal auf die Knie geschickt worden, hat sich aber unten ganz gut gehalten. Wenn wir uns zurückentsinnen in die Analyse für den Mittwoch, hatten wir ja drüber gesprochen, dass unser DAX durchaus oben raus tigern kann. 6,60 und auch 8,60. Und man aber sehr genau hingucken sollte, wenn es dann ein Fehlausbruch wird. Sollte es nämlich ein Fehlausbruch werden, wäre ein Rücklauf durch die Range, ne, bis im Zweifel sogar runter auf 14.200 zu erwarten gewesen. Und das hat er dann tatsächlich gemacht, auch wenn ich es mir gar nicht so dynamisch in der Vorstellung ausgemalt hatte. Lag das halt im Raum. Das ist halt die Range, ne? 14.200, 14.500, das begrenzt unseren DAX momentan im weiteren Tun und er ist oben nicht rausgekommen. Und jetzt hat er es auf der Unterseite nochmal probiert, hat hier jetzt schon zweimal, dreimal drunter getriggert, hat es auch unten nicht hingekriegt. Und jetzt hängt er wieder mittig dazwischen. Und ich sag mal, solange da jetzt nicht der nicht rauskommt, gibt es da jetzt auch erstmal nichts dran anzufassen oder zu rütteln. Was mir hier natürlich zugute kommt. Dann brauche ich nämlich nicht so lange Analyse machen. Ja, das bedeutet, unser DAX bleibt erstmal hier weiter unverändert im Seitwärts. Überrascht uns auch nicht sonderlich. Das haben wir schon eingangs zum Wochenbeginn gesagt, ne, dass das durchaus ein bisschen dauern kann, dass man sich damit auch anfreunden sollte, dass hier vielleicht auch wieder ein bisschen ausgeprägtere Seitwärtsphasen kommen. Die haben wir definitiv jetzt hier vorliegen und wäre jetzt auch nicht verwunderlich, wenn er sich zum Freitag jetzt wieder ein bisschen im oberen Bereich der Range austobt, ne, und auch den Bereich wieder einholt. Hier sei das eine 400, sei das eine 480, sei das sogar im Zweifel wieder 550 oben. Wo ich dann allerdings auch schon wieder davon ausgehen würde, dass er dort wieder zurückzockt. Unten sollte man nur vorsichtig sein, wenn die 200 fällt. Ja, wenn er nämlich zum Freitag richtig durchzieht, hätte er natürlich das Risiko, dass er sich am Mittwoch orientieren kann. Das heißt, im Zweifel könnte er sogar nochmal so eine Welle nach unten projizieren und dann auch richtig durchziehen. Das heißt, wenn der Freitag wirklich mit richtig Schwäche reinkommt und gar keine Range, gar kein Range-Verhalten zeigt, also dieses typische Hin- und Her-Geeiere und Geschiebe, dann sollte man wirklich vorsichtig sein, weil dann kann der unter 200 wirklich schnell zu 100 kippen und unter der 100 dann auch recht schnell auf die 13,99 hier das Gap zu machen. Das wären auch so etwa zwei gleich lange Abwärtswellen, wenn man es so gegeneinander legt, das passt eigentlich sehr gut. Da würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Ich würde es jetzt nicht erwarten zum Freitag. Würde den schon eher weiter rumeiern sehen, hier ein bisschen einfach zur Seite handeln. Ja, ein bisschen nach unten wieder stark, dann wieder ein bisschen nach oben. Aber durchaus eher dann auch mal Richtung, keine Ahnung, hier 450, 480 gucken. Das wäre nicht unüblich. Dafür darf er auch Luft holen, wie er will. Naja, egal ob 280 oder vielleicht sogar nochmal 200, 240. Das wäre vollkommen egal, weil das ist Range. Und in der Range geht es einfach hin und her und hin und her, so lange, bis das Ding irgendwann mal bricht. Na, und momentan wird die noch bei 200 und 500 rumbegrenzt. Und das kann er vollkommen ausloten. Da muss man jetzt erstmal noch nicht in Panik verfallen. Da wäre ich wirklich erst ein bisschen vorsichtig, wenn er von Beginn an richtig Stress nach unten zeigt. So wie das am Mittwoch war. Ne? Also so kompletten Druck nach unten durch. Und von daher passt das. Ja, dann würde ich mich darauf einstellen, dass er auch unter 200 in Richtung 100 tigert und unter 100 zur 13,99. Und ja, ansonsten hier eben das seitwärts. Gut, dann gucken wir noch kurz den Tagesschart. Tagesschart ist weiter innerhalb der Handelsspanne der letzten Tage. Das ist unverändert. Das haben wir uns jetzt schon ein paar Mal angeguckt, ein paar Tage gesagt. Also ist eigentlich absolut unverändert.
Hier gibt es keine neuen Signale. Man sieht auch schön, wie selbst diese lange rote Tageskerze hier keine direkte Auswirkung gehabt hat. Also da ist nichts mit Verkaufswelle lostreten und so weiter. Einfach verschluckt im Rauschen der letzten Tage. DAX ist jetzt wieder ein bisschen hochgedrückt jetzt hier auf der Ebene. Das heißt, da gibt es auch für uns noch so kein neues Signal, was wir werten können. Nehmen wir einfach zur Kenntnis, dass es sich ja weiter zur Seite schiebt. Und ich glaube, das sollte auch die Quintessenz des Videos sein. Das ist ja aktuell noch eine Range und die bricht halt erst, wenn sie wirklich bricht. Ne? Und da muss man dann ein bisschen aufpassen und eben auf die Kanten gucken. Aber solange er in der Range ist, lasst ihn rumeiern, lasst ihn machen. Bedrängt ihn nicht zu sehr. Ne? Also wem das auf den Sack geht, dieser Seitwärtshandel, dann lasst es halt weg. Ja? Wartet halt, bis er raus ist aus der Range, dann krallt ihn euch wieder. Das liegt nicht jedem, wenn man so Seitwärtshandel, aber da gewinnt man keine Preise mit, wenn man dann weiß, dass man in der Seitwärtsphase nicht gut ist und dann aber Vollgas weiter in der Seitwärtsphase handelt halt. Ne? Also wenn man merkt, einem liegt sowas nicht und das ist gerade eine Seitwärtsphase und einem liegen Seitwärtsphasen, dann handelt man halt mal 2 Tage nicht. Ne? Oder drei. Oder wenn das noch eine Woche geht, dann halt eine Woche nicht. Ja, aber es ist, gewinnt da wirklich keiner Preise, wenn man weiß, dass man in so einer Phase nicht gut ist und man fährt dann Vollgas da noch weiter Richtung Wand. Ne? Das hilft dahingehend nicht. Ja. So, und ansonsten kann ich euch nicht mehr mitgeben. Ha? Es ist relativ unspektakulär jetzt gewesen. Also ich meine, der Mittwoch, der hat hier noch ein bisschen mehr Bewegungspotenzial gehabt. Aber hätte ich euch auch für die Analyse für den Donnerstag halt auch bloß gesagt, dass er wahrscheinlich eher wieder zurückrudert zum Donnerstag und ein bisschen auskühlt. Weil es eben oben Fehlausbruch war und auf dem Fehlausbruch oben folgt im DAX immer Fehlausbruch unten, das sagt man schon immer und das klappt auch immer wieder und das war auch jetzt hier wieder so und Fehlausbruch unten bedeutet in dem Sinne wieder zurück in die Range und das hat er jetzt hier zum Donnerstag getan und von daher ist es erstmal relativ unspektakulär und wenn er jetzt zum Freitag hier noch drin rumeiert, na, dann wird es noch unspektakulärer. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Wie gesagt, ich belasse es heute bei der Videoanalyse, also nicht wundern, wenn dann der übliche Text nicht folgt oder übliche Text fehlt, aber das ist mir einfach zu anstrengend. Das ist doch, hätte ich nicht gedacht, wenn man es so von anderen so vom Erzählen hört, wenn man es dann selber hat, das ist doch immer ein bisschen anders. Aber es ist echt anstrengend. Es ist alles anstrengend gerade halt. Ne? Also da ist schon manchmal zu viel, wenn man irgendwie 20 Minuten an irgendeiner E-Mail schreibt, da merke ich schon, oi, 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 machst du doch lieber mal kurz den Laptop aus, schläfst noch mal eine Stunde. Und so ist es hier jetzt auch halt, ne? Also jetzt noch eine Stunde mich hinzusetzen und das wäre mir jetzt zu anstrengend. Von daher, wir belassen es bei der Videoanalyse, ist zumindest schon mal mehr wie gestern. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg und hören wir uns dann am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin ist bei mir wahrscheinlich auch schon wieder alles heile dann. Gut, viel Spaß. Tschö.